Ja, hallo ihr Landratten. Schön, dass ihr heute wieder mal kurz reinguckt bei mir zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships und heute das einzige Tier 9 Premium Schiff im Spiel, nämlich die Missouri. Ja, da bin ich sehr gespannt, was hier die Missouri so kann und es geht sofort mit den ersten Schüssen gleich los hier Richtung Yamato. Mal schauen, ob er da was austeilen kann, der Gamecon.de. Schüsse sind natürlich bei der Distanz lange in der Luft, aber so lange dann auch wieder nicht. Also da hat er einfach erstmal nicht getroffen. Aber wir sehen, 15 Sekunden muss man hier vorhalten. Das ist schon ein Haufen Holz. Und tendenziell zwar gar nicht so verkehrt, aber die werden alle noch nix. Und da hat er einiges an Schiffen da drüben schon. Da muss er aufpassen, dass er nicht direkt als Fokus-Target genommen wird. Da hat er schon die ersten 6000 Damage einfahren müssen. Und in Summe ist schon 12.000 Schaden weg. Also da sieht man schon, die Missouri wird durchaus wahrgenommen. So, jetzt mal schauen, was er mit der AP da Richtung Tirpitz hinbekommt. Er schaut zwar gerade weg, wir achten oben einfach auf den Damage-Counter. Ja, 4.500, nee, sogar in Summe 9.000, also pro Granate 4.500. Die gegnerische Missouri will er da behaken. Und da macht er auch knapp 5.500 Damage drauf. Aber, wie gesagt, er muss hier einfach aufpassen. Jetzt die Baltimore da auf ihn aufmerksam geworden. Aber natürlich, oh, jetzt dreht es auch noch rein. Das ist ideal. Das heißt, jetzt, Baltimore, könnte es für dich richtig unangenehm werden. Mal schauen, die schauen gar nicht schlecht aus. Jo, genau so 29.000 Damage. Sehr schön. Genau so soll das sein. So, und vielleicht kann er sie jetzt mit dem nächsten Granaten sogar versenken. Die schauen nicht schlecht aus. Aber leider in dem Fall der Winkel zu unangenehm, dementsprechend kein Damage. Die Schüsse kommen tendenziell, ja, schau mal, wir sehen es uns einfach mal an. Da nochmal knapp 7.000 Schaden machen können, aber jetzt kommt er definitiv nicht mehr drauf. Die Salve ist wirklich auch schon dann wieder sehr, sehr lange unterwegs. Gegner nicht offen. Und deswegen auch nur 1.300 Schaden, der oben abzulesen war. Die Ibuki, die schaut doch wieder seitlich zumindest ganz schön aus. Die sieht es noch nicht kommen. Und yo, auch hier
Da hat die Zitadelle ordentlich gelitten. Also, wenn sie seitlich breit fahren zu ihm, dann nutzt er das schamlos aus. Kein Problem. Die Missouri da vorne, die hat kaum mehr was, aber auf die, ja, braucht da nicht mehr drauf kommen, ist schon durch. Die wurde schon rausgenommen. Abgemacht. Alle Gegner jetzt dahinter halb diesen Inseln, wo er einfach selber nicht drauf kommt, aber wenigstens auch von da aus nicht beschossen werden kann. Das ist ja schon mal sehr angenehm. Jetzt da hinten die Hindenburg. Die fährt vom Winkel gar nicht so verkehrt, aber natürlich mit 17 Kilometer auch wieder sehr, sehr weit weg. Dann schauen wir mal, was er mit der Salve da anstellen kann. Aber genau dazwischen gelandet, genauso wie man es nicht haben will. Einer zu weit, der andere zu niedrig. Vielleicht jetzt mit der Fletcher. Distanz ist auf jeden Fall mal deutlich angenehmer, aber so ein Ding zu treffen ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach. Und da wird's auch schon von seinem Team der Fletcher besorgt. Damit ist es schon mal durch. Als nächstes Ziel bietet sich jetzt aber einfach langsam die Hippe an. Seitlich, so wie er es will. 10 Sekunden ist definitiv machbar. Und die Schüsse schauen auch gar nicht so verkehrt aus, wobei sie jetzt nochmal reindreht. Aber doch auch wieder 10.000 Damage. Das ist doch vollkommen in Ordnung. So, die nächsten Granaten sind geladen. Vielleicht ja jetzt die Baltimore versenken. Die ist doch machbar von den Hitpoints. Jetzt müssen die Granaten runterkommen. Die kommen auch runter und... Oh, der lässt da noch ein bisschen was stehen. Dementsprechend kriegt er den Kill leider nicht selber. Aber wichtig ist natürlich einfach mal das Schiff rauszunehmen. Und langsam wird es dann doch eindeutiger sein Team. 3 Verluste, Gegnerteam mittlerweile schon 6. So, jetzt hat die gegnerische Yamato ihn da im Fokus. Da hält er natürlich sofort gegen und schießt da auch mal in die Richtung. Und macht aber da schon ordentliche 17.000 Schaden. So, und jetzt die Tirpitz und die dreht auch, glaube ich, gerade rein. Ja, genau. Also das ist natürlich perfekt. Und jetzt, wenn die Schüsse runterkommen, ziemlich mittig, dann gibt es auch, naja, wenigstens 5.800 Schaden. Aber besser hätte die Tirpitz nicht reindrehen können. So, kommt hier jetzt noch ein Stück weiter. Darauf spekuliert er ja nur. Torpedos, aber die sind weit weg. Die interessieren ihn mal ganz und gar nicht. Aber die Kagero, die ist natürlich schon deutlich interessanter. Tirpitz hat da auch eine Zitadelle gefangen mit über 20.000 Schaden. Aber jetzt muss er natürlich erstmal drauf aufpassen, dass er nicht andere Torpedos hier abbekommt. Deswegen ist er da definitiv stark am Abdrehen.
So, und jetzt wird es hier richtig interessant, weil da von vorne droht jetzt Ungemach in Form der Yamato. Und jetzt ist er da direkt vor ihm. Da kann er richtig drauf bratzen und macht dann da alles an Damage, was möglich ist. Drei Zitadellen. Tschüss, Yamato. So begrüßt ein Amerikaner einen Japaner in Zeiten von Kriegen auf den Weltmeeren, zumindest im virtuellen Reich. Und hier die nächsten. Und auch da 45.000 Schaden. Also die 10er Schlachtschiffe, den zeigt er mal richtig, was er so drauf hat. Das ist schon sensationell. So, jetzt muss er aufpassen von hinten. Sein Turm ist da auch in Mitleidenschaft geraten. Aber Gott sei Dank, die Taschkent hat da die Montana versenkt. Das heißt, er kann nach vorne abhauen. Und weg von der Shima jetzt erstmal, weil die Torpedos, die will man nicht kennenlernen. So, die Shimakaze nimmt gerade B ein, aber ein Schiff fährt schon drauf von seinem Team. In dem Fall handelt es sich dabei, jetzt müssen wir gucken, um die Kurfürst. Also von dem her wird es der Punkt da mal nicht eingenommen zumindest. Die Taschkent hier auf dem Weg in seine Richtung wird sich wahrscheinlich auch mal langsam der Shima da annehmen. Und da haben wir noch eine Ibuki, die aber irgendwie... Wo ist er denn eigentlich? Das ist eine gute Frage. Wer ist denn der Sturm, der da schreibt? Ach, das war die Yamato. Ja, er schreibt da was von wegen Ehre, aber fährt er wirklich... War da jetzt nicht so smart am drauffahren? So, die Ibuki muss ja langsam von C da runterkommen. So, die Shimakaze ist da offen. Schüsse sind schon direkt raus. Aber die gingen leider alle ins Wasser. Und wie gesagt, die Ibuki müsste eigentlich auch... Da ist sie auch schon. ...220.000 Damage, ein Kill bis dato. Also da muss man sagen, so gut er die Runde bestritten hat, so Pech hatte er mit den Kills. So, jetzt dreht die Ibuki weg, aber damit genauso, wie er es braucht. Ja, vielleicht hätte er sie noch ein bisschen weiter reindrehen können, aber die Granaten kommen schon runter und immerhin 9.000 Schaden. Auch wenn da eine abgeprallt ist. So, mit der nächsten Salve denke ich mal... Wird es da schon Geschichte sein mit der Ibuki? Die Schüsse schauen gut aus, schlagen ins Oberdeck ein und jetzt hat er noch hinten den hinteren Turm. Und ja, da dürfte es jetzt erledigt sein. Genauso ist es. Tschüss, Ibuki. Und jetzt gibt es nur noch die Shima. Die hat zwar sich hier den B-Punkt gekrallt, aber in dem Fall sind es 4 Schiffe gegen 1. Er heilt jetzt nochmal, auch wenn es jetzt wirklich fast gar nichts zum Heilen gab. Er denkt sich, naja, bevor es schlecht wird, nehme ich es halt doch noch mit. So, er ist offen. Radar ist angeschmissen, aber
Damit sieht er sie leider nicht. Ist außerhalb der Erfassungsreichweite vom Radar. Aber ihr seht ja, noch 60 Tickets, dann ist das Thema auch schon durch. Und da ist er jetzt wieder. Aber schon wieder zu. Hat sogar mal getroffen. Aber in dem Fall hat es leider einfach nicht gereicht. Die letzten Tickets brechen so allmählich an. Damit sage ich schon mal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ansonsten ebenfalls schöne Runden. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, habt ihr die Missouri mittlerweile selbst in eurem Hafen? Erspielt ihr sie euch noch oder keine Lust drauf? Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.